Achso, hoch, falsche Taste. Ich wollte gerade wundern. Der Schwarm erobert alles. Sporenstrahl. Es ist Zeit. Lada da. Kannst du sorgen? Wer schießt denn da? So, Kerrigan. Voll der fiese Map da oben. Ja, kaputt. Ich bin der Schwarm. Ach, hier sind noch mehr davon. Was wollen die denn immer hier? Ah, die sind noch ein bisschen, ich sag mal, es gibt nettere Wesen. Habe ich den Eindruck, also habe ich von gehört. Komm ich darüber? Nee. Gewagt. Gewagt. Was du heute kannst besorgen. La 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 da da. Fupp und fupp. Es geht alles ohne Armee hier. Ist schön. Der Schwarm erobert alles. Das ist doch schön. Ah, da ist noch was. Was ist das denn? Wir passen uns an. Ja, habe ich gehört. Hier, komm mal mit. Weil die sind nicht alle geheilt hier. Das ist immer noch nicht so ganz. Mengsk wird leiden. Ich werde Vergeltung üben. So, Kinders. So, die explodieren alle vielleicht versuchen jetzt hier. Ja. Es ist Zeit. Na, kriegen die schon hin hier. Und hopp. Ja, hier kommen. Macht eure Frieden. Ja, ist ja gut. Ist sehr gut, ist sehr gut. Was ist es diesmal? Ich behaupte mal, es geht gerade ganz okay. Oh, das wollte ich gar nicht. So, heilen. Der Schwarm erobert alles. Wir könnten schlechter sein. Wir könnten aber wahrscheinlich auch besser sein. Heilt er sich gar nicht hier, oder was? Doch, er heilt sich von alleine. Hat einen Flächenschadenangriff. Das ist schön, da freue ich mich. Das ist persönlich auch, hätte ich auch so gemacht. Sagen wir es mal so. Ja. Ich bin der Schwarm. Wir sehen ja, dass wir hier in der Mitte müssen. Das heißt, wir müssen da ganz außen rum, verdammt. Wir passen uns ab. Weitere Zerke meines Souls schließen sich dir an. Das ist schön. Da freue ich mich. Ich werde Vergeltung üben. Das war einer. Wie? Gewagt. Von wegen weitere. Hätte ich mehr bekommen, wenn ich nichts verloren hätte? Ich meine, wenn ich alles verloren hätte? Alles. Kann sogar gewagt sein. Behaupte ich einfach mal. Macht euren Frieden. Da kann ich ja gar keine Riesenarmee haben jetzt hier. Das ist ja langweilig. Wir kennen keine Willkommen auf deiner Beerdigung. Das ist ein bisschen ekelhaft. Yay. Die werden gleich alle sowas von sterben da oben. Ja, die sind alle tot, okay. Bis auf den einen natürlich. Ja. Jetzt mit dem Weglaufen ist so eine Sache. Kann man machen, klar. Aber. Wow. Ah, was ist denn hier? Wir müssen halt nur aufpassen, dass Kerrigan da nicht unbedingt drin steht. In diesem ganzen Wust an Explosionen. Es werden noch ein paar mehr, muss ich ja sagen. Ja, ist ja gut. Die redet mir zu komisch. Das kann kein netter, ich wollte gerade sagen Mensch sein, aber ich glaube, Mensch ist etwas, was dieses Wesen noch mit am wenigsten ist hier. Also ich wüsste zumindest keinen Menschen, der kleine Bestien auf seinem Rücken wachsen lässt. Ja, keine Ahnung. Wäre mir neu, aber ich kenne ja auch nicht alle Menschen. Mir fehlt an Energie, Energie, Energie. Wusch. Ha. Oh. Ja, ist doch mehr da. Was hast du denn? Was du heute
kannst du sorgen. Übertreibt so ein bisschen. So. Okay, das war übertrieben. Es ist Zeit. Zurwarn. Die Rudelführer sind tot. Ihre Rudel schließen sich deinem Schwarm an. Hier stehst du. Vollkommen. Du bist Zerg. Deine Essenz strahlt vor Macht. Ich hungere. Du wirst meine Evolution vorantreiben. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden. Ich habe mich schon gefragt, wann du deine Absichten offenbarst. Treue nur sich selbst gegenüber. Töten oder getötet werden, das weißt du. Selbstverständlich. Einer wird verschlungen und der andere wird mächtiger als beide. Das ist das Vermächtnis der Zerg. Okay. Gewahr. Uncool. Das ist uncool. Nur die Stärksten überleben. Ja, ist ja gut. Verschlingen und entwickeln. Blöderweise kann ich halt nicht an den rankommen. Das ist der einzige Weg. Das ist das Schicksal aller Urzeit. Yep, ihr hättet mich heilen sollen. Das sind mir zu viele. Ja, töten wir ganz cool. Das ist auch eher so mittelmäßig, was wir jetzt hier machen. Die Eroberung geht weiter. Ich erinnere mich gerade an den Kampf aus Diablo 2 und aus Diablo 3 im dritten Akt. Weil Diablo 3 ja später kam. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, das hat uns gut gefallen hier gehabt. Machen wir nochmal so was Ähnliches. Kann ja sein. So, kaputt. Es geht ganz gut im Moment. Ach, die Beine greifen an. Ich dachte, ja, hä? Der kommt doch überhaupt nicht von da oben. Ach, das muss ja auch anscheinend gar nicht. Ja, Zähne tatsächlich massiv an den Kampf. Gegen den Typ da, der einst Kaiser war. Tja. Wie die Kaiser hat sie sind. Wir verzehren alles. Ich spüre deine. Ich sollte nicht die ganzen Viecher hier angreifen eigentlich, sondern. Ja, eigentlich auch da oben, aber das wird halt nicht besser, sag ich mal. Die stören halt schon hier so ein bisschen. So, heilen, heilen. So. Nein, nicht noch mehr davon, bitte. Das ist sehr gut. Wieder von deinen Sprüchen. Ich bezahle dich nicht fürs Reden. Die Eroberung geht weiter. Ich bezahle ich halt überhaupt nicht. Und warum, und wenn der hungert, warum kotzt du dann hier ständig Sachen aus? Das ist auch blöd. Ich glaube, das ist ein bisschen kontraproduktiv, oder? Ich bin kein Profi im Hungern, aber ich glaube, ja. So geht das nicht. Ja, ist ja gut. Ich bin der Schwarm. So, kaputt. Ja. Also hier kann niemand erzählen, dass er alle Einheiten irgendwie bis zum Ende behalten hat, weil es kommt mir doch ein bisschen schwierig vor. Und der Kampf an sich ist nicht sonderlich schwierig. Man muss halt nur ein bisschen gucken hier. Verschiedene Stufen hier. Aber ich find's cool, dass es solche Kämpfe hier gibt, tatsächlich. Die gab es ja bei Wings of Liberty nicht.
Wir hatten ja schon mal ganz am Anfang hier in der zweiten Mission, glaube ich, so eine Art Arena-Kampf. Ja, natürlich kann man das. Komm, mach den Staubsauger aus. Wie gesagt, so einen Arena-Kampf gab es ja auch schon mal. Boah, böse, böse, böse Töne gerade. Ganz, ganz böse klingt das gerade. Richtig schön hohe Frequenzen hier gerade. Ah. Ah, falls wir gar nicht hören können, seid ihr zu alt. Haha. Oder ihr habt die Kopfhörer. Oder Lautsprecher. So, da fällt mir gar nichts mehr zu ein, was ich eigentlich sagen soll. Wir müssen halt kämpfen. So. Ach, wir können auch die Karte bewegen hier. Ach, das ist so schön. Der Typ, okay, der Typ ist wirklich fett. Ich meine groß, meine ich. Was heißt denn groß? Ey. Ich dachte, das wäre gelockt hier auf diese Stelle, wo wir gerade sind. Die Kamera. Aber anscheinend nicht. So. Der ist echt ein bisschen massiv. Nein, dass die kleine Kerrigan das schafft. Also sieht schon ein bisschen falsch aus. Verus gehört mir. Nein, Isha, ihr. Bereite den Leviathan vor. Es ist an der Zeit, dass der Schwarm in den Koprulo-Sektor zurückkehrt. Das ist auch toll. Herkommen, alles kaputt hauen und dann. Oh. Wieder abhauen. Was haben wir denn geschafft? Wir haben die Mission geschafft. Das ist schön. Wir haben rote Liste. Wir vernichten sie in Alleinherrschaft 300 gegnerische Einheiten mit Kerrigan. Wie viele sind das tatsächlich gewesen? 696. Unwesentlich mehr als 300. Wie soll man mit ihr nicht... Wie soll man mit ihr weniger als so viele Einheiten beseitigen? Wir haben doch fast nur sie benutzt. Königin des Dschungels. Wahrscheinlich wegen des Schwierigkeitsgrads. Weil da mehr Einheiten gekommen sind oder so? Wahrscheinlich. Königin des Dschungels haben wir nicht geschafft. Schließen Sie Alleinherrschaft auf dem Schwierigkeitsgrad normal ab, ohne dass Kerrigans Trefferpunkte unter 100 sinken. Ja, puh, ich weiß gar nicht. Wann ist denn das gescheitert? Bestimmt irgendwo mal. So, fortfahren! Und wir sollten jetzt eine Evolutionsmission für die Hydras bekommen. Die Hydralisken, denke ich mal, also war zumindest, stand da zumindest. Deswegen, ich hoffe mal, dass das Spiel uns nicht verarscht. Das wäre gemein. Ne, wenn er irgendwie uns das Blaue vom Himmel versprochen wird. Ah, oh, Wunderei, wundersame Sachen. Und dann kommt meine gar nichts. Königin, ich wurde von Kilussa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathane. Kilussa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Meine Königin, na klar. Deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Na klar, der Planet geht so komplett schnell hier in Zergpampe unter. Das ist logisch. So, Isha. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich uns einige deiner Brutmütter wieder anschließen. Ich frage mich, warum sie ihre Unabhängigkeit freiwillig aufgeben. Vielleicht wollen doch nicht alle von ihnen den Schwarm beherrschen. Und womöglich wissen sie auch, dass wir in großer Zahl sicherer sind. Tja, und man kann sich Verwaltungskosten sparen. Hast du gewusst, dass sich der Uralte gegen mich wenden würde? Deine Essenz. Er konnte ihr nicht widerstehen. Und du hast nicht versucht, mich zu warnen. Er war Zerg. Du bist Zerg. Einer stirbt und einer wird stärker. Das weißt du. Ich fange langsam an, dich zu verstehen, Dehaka. Klingt es, als ob Dehaka gleich irgendwie bald irgendwie sterben wird von Kerrigan? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier in die Reise machen wir gleich. Kerrigan machen wir erstmal.
Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Aber wir können immer noch nur eine davon auswählen, das ist blöd. Das Heilen war ganz cool, wilde Mutation ist aber auch ganz cool, hier. Psi-Verschiebung, Kerrigan, das war eigentlich ganz cool, ne? Kettenreaktion, das gefällt mir sogar besser als Kettenreaktion. Ne Sprungangriff, nicht so, also, klar. Passiv plus 10 Schaden, passive Angriffsrate, Reichweite um 3 verringert. Nee, das lasse ich mal. Was haben wir denn hier oben denn? Also wir haben hier automatische Extraktion, wäre auch nochmal ganz cool. Ohne Drohnen Gas abbauen. Boah. Puh. Ah, nee. Ich lasse die Wiedergeburt mal. Wobei, nee, ich mach das hier mal. Ah, brauchen wir halt weniger Drohnen, ist auch gut. Bärslingerschaffung, Kerrigan schafft 6 Bärslinge. Haben wir, fand ich eigentlich auch ganz cool. Kerrigan halt 150 Trefferpunkte. Bärslinge fand ich auch ganz cool eigentlich. Ich mach das hier mal. Und was haben wir hier? Zwillingsdrohnen. Drohnen werden ohne zusätzliche Kosten in Zweiergruppen erschafft und benötigen weniger Versorgung. Ja, ist natürlich, das ist super. Vor allem die wenigere Versorgung. Bösartige Kriecher. Einheiten und Strukturen erhalten eine erhöhte Lebensregeneration und eine um 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit auf Kriecher. Ohohohoho. Außerdem verbreiten Kriecher Tumore, Kriecher schneller und weiter. Das ist natürlich 30%, wenn... Ui. Das ist eine Menge. Was haben wir noch? Vespin-Effizienz. Die Abbaueffizienz von dem Vespin-Gas wird um 25% erhöht. Nö. Vollkommen uninteressant für mich. Das ist beides interessant. Ja, gut. Kriecher. Ich versuche mal, dass ich mit Kriecher halt recht weit mich ausbreite. Das ist, glaube ich, der praktische Teil dabei. Dass wir da mal ein bisschen durch die Gegend gurken dann, weil, ne, wenn wir das schon so haben, dann müssen wir uns damit auch ausbreiten. Das mit den Drohnen, das dauert halt einen Augenblick länger, bis wir dann ausgemaxt sind. Oder bis wir da halt alles an Drohnen haben, was wir dann brauchen, aber an sich, boah. Ist halt, ist wahrscheinlich eine Vorgehens- und Geschmacksfrage. Es gibt keine andere Kreatur wie dich im Schwarm. Woher stammt deine Essenz? Der Overmind erschuf mich aus vielen Spezies. Vereinigung einer Brut. Was hast du nach dem Tod des Overminds getan? Wanderte durch Tunnel von Char, ziellos, verwildert. Königin der Klingen fand mich, machte mich wieder zu Zerg. Du bist kein Zerg, wenn du nicht von jemandem kontrolliert wirst? Ohne Kontrolle bin ich minderwertig. Wild. Ah, ja, natürlich. So, hier. Wie siehst du eigentlich aus hier? Eingraben, genau. Achso, das haben wir schon gesehen gehabt. Alles klar, habe ich vergessen gehabt. Evolutionsmission. Hydralisken-Gattung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerg-Essenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. Die sehen beide aber irgendwie komisch aus. Ich finde, die haben ihr schlankes Design des Hydralisken verloren. Finde ich ein bisschen schade. Ist beides so breiter Brummer mit ordentlich Stacheln. Egal, wir starten einfach mal und gucken uns das genauer an, was die denn so können. Ich habe es gerade mal nicht durchgelesen. Das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, Hydralisken opfern Zähigkeit zugunsten starker Distanzangriffe, schützt sie mit Schaben oder Zäglingen. Das tun wir natürlich. Natürlich. Aber erst, wenn es geladen hat. Sonst wird es schwierig. Also jetzt sie zu schützen, wäre noch einigermaßen sinnfrei. Da passiert doch nichts, liebes Spiel. Oh. Habe ich echt nicht durchgelesen gerade. Planet Marik 5. Schwarmcluster unter Beschuss. Oh. Die Prometheus-Kompanie. Die Verseuchungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln.
Essence Null. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Essence einsammeln. Hydralisken anpassen. Liga bezwingen. Aha, das sieht aber interessant aus. Die kleinen Hydra-Knuffels, die werden leider dann gleich so ein bisschen erweitert zu den Seiten und dann sind sie so, so riesig fett. Ah, hi. Kann man denn sehen, wo es gleich rauskommen wird? Ja, ne? Ja. Oh. Ja. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Pfählerkolonien vernichten. Natürlich müssen wir das. Ach, wir können selber bauen hier oder was? Nee, können wir nicht. Ach nö, nicht hauen hier. Au! So. Au! Okay, die können mich trotzdem sehen. Das ist schön. Okay, die sind Detektoren. Das ist ungünstig. Ich will jetzt nicht sterben, also ungerne. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ich muss ja auch gar nicht immer alle bewegen hier. Ich kann ja immer die bewegen, die hier so, ne? Die hier rot umrandet werden. Voll Micromanagement und so. Ist ja eh nicht so meine Stärke. Sequenz erhalten. Verwebe Pfähleressenz in Hydralisken-Metamorphose. Hydralisken können nun zu Pfählern morphen. Okay, so fährt sie die dann doch nicht. Soll ich das hier machen oder so? Können die sich auch wieder zurückmorphen? Das ist ja mal der Knaller. Nope. Ach, das sind jetzt die Pfähler. Aha. Und die greifen die. Aha. Also Waffengeschwindigkeit. Ah, durch den Creep ist das hier jetzt. Ah, okay. Soll ich die mit allen jetzt hier rummorfen? Wahrscheinlich, ne? Wenn das hier so angedreht wird. Huh, interessant, interessant. Und hier passiert doch gerade so wahnsinnig viel. Ah, okay. Fehler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Bewegt euch auf die Anhöhe und greift ihre Barrikaden. Aha. Ach so, okay, ich verstehe. Es gibt so eine ähnliche Einheit in StarCraft 1. Dessen Namen ich leider vergessen habe. Barrikade der Liga zerstört. Ah. Das ist ja super hier. Habe ich leider vergessen den Namen. Die sind ja praktisch hier, die sind super. Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Ja, mach ich doch. Das sind quasi, also sind sowas ähnliches wie Panzer. Jetzt geworden, nur dass sie unsichtbar sind. Sein können. Ist ja immer super. Machen da denn alle was von? Nee, ne? So. Man sieht halt nicht wirklich, wie die Sachen da lang fliegen, aber sie fliegen ja auch nicht. Nur Basis der Prometheus-Kompanie übrig. Kann ich da noch mehr von bauen? Ich hätte da gerne noch mehr von. So. Und Kavamschen. Die machen mal wirklich eine Menge Schaden. 20 gegen gepanzert 45. Reichweite 11 ist natürlich super. Dafür sind sie halt langsam. Also sind im Prinzip echt wie Panzer. So, ein paar Verluste hier. Also ein bisschen Lebensverluste. Aber heilt sich ja, wenn auch langsam, auf. So, das hier dahin. Das hier dahin, bitte. Sollte alles noch in Reichweite sein. Terranische Truppen eliminiert. Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Da bin ich mal gespannt. Planet Kavir. Einst Brutkolonie für Dagots Brut. Jetzt verwildert.
Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Das hier sind jetzt die ganz normalen Schleicher. Okay, was können die? Oder sind die das hier? Ne, das sind andere. Der Schleicherbau ist nicht weit entfernt. Macht euch auf den Weg. Angreifer aus dem Flächen, aus dem Hinterhalt mit Flächenschaden muss ich zum Angreifen eingreifen. Haben wir so, wir haben gerade eben was anderes gehabt, ne? Das andere waren, oh, was ist denn hier? Oh, das ist ja knuffig. Das andere war ja kein Schleicher, sondern Fehler, oder? Die Verwirrten haben uns gespürt. Vergabt euch, schnell! Schleicher greift eingegraben viele Feinde an. Effektiv gegen leichte Einheiten. Ach nee, das sind die anderen Einheiten, die es aus StarCraft 1 schon gab hier. Interessant, interessant. Hießen die da auch Schleicher? Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Hi. Wir haben aber nicht so die Riesenreichweite jetzt hier. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut. Ist halt nicht so auf Distanz, sondern auf mehrere. Also alles, was da im Weg ist, wird beseitigt. Ist ja mal super. Ziel erreicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Mutter Kilissa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidigt den Schleicherbau! Ich kann mich nicht entscheiden, was ich nehmen möchte. Wahrscheinlich gleich. Ja, das klappt super. Eine weitere Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Ja, ich muss mich da einfach nur dazwischen stellen hier, dann reicht das ja schon. Wobei, machen wir was hier so. Ich glaube, ich kann mich nicht, tatsächlich nicht entscheiden. Eieiei. Ist ja richtig gut. Verwilderte Zerg bezwungen. Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Morph-Sequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ich meine, das ist ja beides. Also die Hydras sind ja ganz normal noch vorhanden, aber man kann die halt weiter morphen. Ach Mensch, das ist cool, weil man damit so eine richtige Belagerungseinheit, also für Entfernung hat. Allerdings haben wir sowas ähnliches schon durch den Schwarmhost tatsächlicherweise. Also, ja, so ein bisschen halt, ne? Also es ist nicht das gleiche. Sowas ähnliches. Aber das hier hat halt so schön viel Flächenschaden. Wir haben sonst mit den Zerg eher weniger Sachen, die Flächenschaden haben, außer natürlich Banelinge oder hier Bärslinge. Ach Mensch, das ist nicht so einfach für mich. Das ist cool und das ist cool. Was nehme ich denn da? Belagerung? Massenkampf. Belagerung, Massenkampf. Ich mache mal das hier. So. Weiterentwickeln. Evolution abgeschlossen. Oh, er freut sich. Ja. Wie gesagt, eigentlich muss man das Spiel zweimal spielen. Dann wählt man beim anderen Mal immer die Sachen aus, die man vorher nicht gewählt hat. Dass man da mal ein bisschen... dass man verschiedene Vorgehensweisen da entdeckt und macht. So. Die sehen alle so lila aus. Also, habe ich per Zufall jetzt alle lila gewählt oder wie sieht das aus? Ich glaube schon, ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der lila Fan, aber boah. Vielleicht zieht sich da ja eine Linie durch unser Tun. Wir können reisen, das mache ich beim nächsten Mal erst, denn für heute ist lange noch gewesen hier bei StarCraft 2 Heart of the Swarm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Adieu und tschüss. Auf die Wange einen Kuss. Tschüss.